Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video vom Testserver zu Shadows of the Hist, dem kommenden DLC von The Elder Scrolls Online. Auch hier dieses Mal wieder ein Update, was nicht direkt mit dem DLC, also den zwei Dungeons zu tun hat, sondern stattdessen mit dem kostenlosen Update zu dem neuen DLC. Und hier möchte ich daher einmal auf die neuen Änderungen eingehen und neuen Dinge tatsächlich, die es mit den Rassen gibt. Denn da wurden einige Boni überarbeitet und die möchte ich euch im Folgenden einmal vorstellen. Und angefangen natürlich, wenn man es hier schon sehen kann, mit den Argonion. Da hat sich nämlich am meisten getan von allen Rassen und daher kann man damit ganz gut anfangen. Außerdem fangen sie mit A an. Man kann das Ganze ganz gut alphabetisch durchgehen. Wenn ihr die anderen Zeiten haben wollt, Videobeschreibung gucken, da müssten sie stehen. Bei den Argonion hat sich aber das meiste von allen verändert und es sind auch durchaus signifikante Änderungen dabei. Zunächst einmal, Einfallsreichtum hat sich mehr oder minder komplett verändert. Jetzt erhöht es nämlich die maximale Magicka um 1%. Allerdings ist auch geblieben, wenn ihr einen Trank zu euch nehmt, werden jeweils 4% eures maximalen Lebens Magicka und Ausdauer zurückerstattet. Das ist die neue Fähigkeit namens Einfallsreich. Früher hieß es ganz amphibische Lebensweise, was vor allen Dingen damit zusammenhing, dass da noch ein Passiv bei war, der die Schwimmgeschwindigkeit um 50% erhöht hat. Der fällt nun an dieser Stelle komplett weg, denn er ist in dem Grundpassiv der Rasse mittlerweile enthalten, nämlich amphibisch. Das Ganze hieß früher Wiederherstellungskunst und bezog sich darauf, dass man den Erfahrungsgewinn von Heilsterben 15% erhöht hatte. Jetzt ist hier allerdings ebenfalls das Schwimmtempo um 50% erhöht worden, was den ganz einfachen Vorteil hat, man muss es nicht mehr skillen. Hat auch einen lore-technischen Grund, denn man hat als Argonia schließlich nicht seinen Schwanz erst nach und nach skillen müssen. Jetzt hat man ihn von Anfang an dabei und somit hat man auch ein erhöhtes Schwimmtempo und muss das nicht erst im weiteren Passiv skillen. Ansonsten die argonische Resistenz hat sich nicht verändert, sie erhöht weiterhin das maximale Leben um 3, 6 oder 9% und entsprechend die Gift- und Seuchenresistenz auf den höheren Stufen. Und weil schnell heilend, da hat sich wieder was verändert, und zwar etwas ganz Gravierendes. Jetzt erhöht es nämlich die von euch gewirkte Heilung und nicht mehr die auf euch gewirkte Heilung. Sprich, es ist von einem passiven Talent geworden, was eher für Tanks ausgerichtet war, zu einem geworden, was eher für Heiler ausgerichtet ist. Inwiefern sich das dann auf das Endgame auswirkt, kann ich noch nicht so ganz sagen, denn die argonische Resistenz ist definitiv etwas, was eher für Tanks geeignet ist, aber mit Schnellheilend hat man jetzt deutlich mehr Möglichkeiten, auch andere Leute zu heilen. Ist soher aus meiner Sicht ein eindeutiges Update dieser Rassenboni und die Argonier sind da doch ganz gut weggekommen. Bei den Bretonen hat sich relativ wenig getan, die meisten der passiven Fähigkeiten sind ebenfalls noch gleich bei der eher magiebegabten Rasse und so kann es auch keinen verwundern, dass zum Beispiel die Gabe des Magus weiterhin die maximale Magicka erhöht, dass die Magieresistenz überraschenderweise die Magieresistenz erhöht und die Magikermeisterschaft verringert weiterhin die Kosten von Magika-basierten Fähigkeiten. Was sich hier geändert hat, ist lediglich eine Kleinigkeit und zwar die vorher sogenannte Affinität zu leichten Rüstungen wurde jetzt neuerdings zu Opportunist umbenannt und erhöht neben dem Erfahrungsgewinn im Umgang mit leichter Rüstung, was aus dem alten Namen resultiert, Affinität zu leichten Rüstungen, aber zusätzlich erhöht es jetzt auch die erhaltenen Allianzpunkte um 1% und macht damit die Rasse zu einer im PvP etwas besser gestellten. Allerdings muss ich sagen, dass die erhaltenen Allianzpunkte mit 1% doch wirklich relativ gering sind und daher die Änderungen an dieser Klasse komplett zu vernachlässigen sind. Eigentlich ändert sich für euch gar nichts, man erhält jetzt minimal mehr Allianzpunkte. Mehr hat sich in dieser Rasse allerdings nicht geändert. Bei den Dunkelelfen hat sich dagegen wieder etwas mehr verändert, allerdings nicht solche Sachen wie beispielsweise die Dynamik. Sie erhöhen weiterhin die Magicka und Ausdauer um 2 oder 6%, je nachdem wie viel Punkte ihr investiert habt, und auch die Flammenresistenz bleibt weiterhin gleich und erhöht die maximale Magicka um 1% und zusätzlich eure Flammenresistenz um 693 oder entsprechend mehr, wenn ihr mehr Punkte investiert habt. Könnt ihr gerne im Kopf rechnen. Was sich hier vor allen Dingen geändert hat, ist unter anderem die passive Grundfähigkeit Aschländer. Früher hieß sie ganz anders, da hieß sie nämlich Ambidextrie und hatte einfach nur bewirkt, dass der Erfahrungsgewinn im Umgang mit 2 Einhandwaffen um 15% erhöht war. Jetzt heißt sie Aschländer und hat dazu einen weiteren Effekt, und zwar den verringerten Umgebungsschaden, wenn man in Lava steht. Und das verringert sich um gleich die Hälfte. Unglaublich wichtige und gravierende Änderung bei dieser Rasse. Und jetzt werden Leute, irgendwelche Kämpfe, die mit Lava zu tun haben, bestimmt nur noch von Gruppen aus Dunkelelfen bestehen. Ja, nein, natürlich nicht. Ich halte diesen Effekt für sehr interessant. Ich halte ihn allerdings für in keinster Weise spielrelevant. Aber er ist ganz nett, dass er da ist. Dann kann man eben ein bisschen mehr in Lava posieren.
tolle Änderung. Darauf haben wir doch schon alle gewartet. Was dagegen tatsächlich eine wirklich wichtige Änderung und eine absolut sinnvolle Änderung ist, ist die zerstörerische Herkunft. Es wird allerdings nicht angezeigt. Was in den Patch Notes steht, ist, dass hier die zerstörerische Herkunft, die früher Flammentalent hieß, hier seht ihr es, erhöht den Flammenschaden um 3%. Eigentlich steht in den Patch Notes drin, dass eben nicht nur die der Flammenschaden erhöht wird, sondern gleichzeitig auch noch der Frost- und Schockschaden. Das steht hier allerdings nicht drin, sondern, wenn man das mal demonstriert, tada, passiert gar nichts. Selbst wenn ich da mehr Punkte drin investiere, dann erst seht ihr es. Ich finde es ein bisschen unglücklich gelöst, dass man hier, wenn er das noch insgesamt 3 stellt, der Frost- und Schockschaden um eben 2% erhöht wird und der Flammenschaden immer noch mehr. Es ist ein bisschen unglücklich, weil man als neuer Spieler eben nicht sehen kann, was dieses passive Talent macht. Da würde ich mir wünschen, dass Zenimax hingeht und eine Erklärung reinschreibt, dass da eben noch mehr passiert als nur der Flammenschaden. Grundsätzlich halte ich diese Änderung aber für absolut sinnvoll, denn man war schon ein wenig benachteiligt, wenn man auf Frost- oder Schockschaden setzen wollte, aber eben die passiven Fähigkeiten nur Flammenschaden bevorzugt haben. Jetzt wurde das Ganze aus der Welt geschafft. Wie gesagt, kleine Kritik daran, bitte von vornherein reinschreiben, dass man zum Beispiel 0 Frostschaden, 0 Schockschaden an Prozenten dazu bekommt, dann würde man vielleicht erkennen, dass man bei weiterem Steigern da mehr Punkte hinzubekommt. Ansonsten sehr gute Änderungen, sehr wichtige Änderungen dazu auch, aber grundsätzlich sehr sinnvolle Überarbeitung der passiven Rassenboni der Dunkelelfen. Bei den Hochelfen hat sich dagegen etwas weniger getan. Hier ist lediglich eine kleine Änderung, und zwar hatte man früher das Grundpassiv der Rasse mit namens Zerstörungsgeschick. Dies wurde nun umbenannt in Hochgeboren, und neben dem Effekt, dass man einen erhöhten Erfahrungsgewinn hat mit Zerstörungsstaben, erkriegt man jetzt grundsätzlich mehr Erfahrungspunkte, eben 1% mehr. Egal was man macht, man lernt als Hochelf quasi schneller als alle anderen, und das spiegelt die Fähigkeit Hochgeboren in dem Fall jetzt auch wieder. Die anderen, Zauberlabung, Gabe des Magnus und auch Elementargeschick, haben sich in keinster Weise verändert und erhöhen weiterhin die Magiker-Regeneration, die maximale Magika und erhöhen ebenfalls den Flammen-, Frost- und Schockschaden. Auch bei den Kaiserlichen hat sich relativ wenig getan. Sie sind immer noch relativ gut, wie ich finde, und sehr ausgeglichen. Es hat sich lediglich eine Kleinigkeit verändert, und zwar die ursprünglich so benannte Schildaffinität wurde umbenannt zu Diplomat und erhöht jetzt neben dem Erfahrungsgewinn mit Schild- und Einhandwaffe ebenfalls das erhaltene Gold um 1%. Sprich, die Kaiserlichen als eine sehr imperial angelegte Rasse sind nun besser darin, Geld zu machen. Ansonsten hat sich nichts getan, sie sind immer noch sehr zäh, erhalten also mehr Leben und mehr Ausdauer durch ihre Abhärtung, und sie haben immer noch die meiner Meinung nach beste passive Fähigkeit von allen, den roten Diamanten, der das bedeutet, dass Nahkampfangriffe eine Chance haben von 10%, 2% des maximalen Lebens wiederherzustellen, also einen kleinen vampirischen Effekt dabei haben. Hat man ja auch als Kaiserlicher, man saugt nicht nur Gold, man saugt auch noch Blut. Dafür haben die Khajiit ein paar mehr Änderungen erfahren und, wie ich finde, sehr, sehr sinnvolle, da ich die meiste Zeit eine Ausdauernachtklinge als Khajiit gespielt habe. Klar, ich bin in letzter Zeit auf Magika gewechselt, was diese Änderung vielleicht ein wenig suboptimal für mich macht, aber vor allen Dingen Leute, die auf Ausdauer-Khajiit setzen, dürfen sich freuen. Zunächst einmal wurde die passive Fähigkeit umbenannt von Felines Geschick in Taschendieb, was einfach dazu führt, dass nicht nur der Erfahrungsgewinn mit mittleren Rüstungen erhöht ist, sondern auch noch die Erfolgschance beim Taschendiebstahl ebenfalls erhöht ist. Ansonsten hat sich vor allen Dingen die Fähigkeit Behende deutlich geändert, denn hier hat man nicht mehr die erhöhte Lebensregeneration, sondern stattdessen eine erhöhte maximale Ausdauer und eine erhöhte Ausdauerregeneration, was eben dazu führt, dass Khajiit deutlich besser sind in Ausdauerausrichtungen und daher naja, ein bisschen weniger tankig sind, aber zumindest die erhöhte Ausdauer macht sie zu besseren Schadensausteilern. Bei Verschlagenheit hat sich nichts geändert, der Detektionsradius ist beim Schleichen ebenfalls verringert, genauso wie der verursachte Schaden aus dem Hinterhalt, also Schleichen-Ausdauerklassen werden hier eindeutig in den Vordergrund gestellt, und auch das Blutbad, also die Chance auf kritische Waffentreffer, wird hier ebenfalls weiterhin erhöht. Bei den Nord haben sich ebenfalls 2 Sachen verändert, und das erste davon ist, dass das Geschick mit zwei Händen, die grundpassive Fähigkeit dieser Rasse, umbenannt wurde in Zecher, oder bei mir Zecherin, warum auch immer, mein Charakter sieht nicht besonders weiblich aus, aber es hat zumindest den netten kleinen Nebeneffekt, dass der Umgang mit Zweihandwaffen natürlich weiterhin gesteigert ist, aber man hat ebenfalls jetzt den Vorteil, dass die Wirkdauer von Tränken um 15 Minuten erhöht wird, weil Nord machen ja den ganzen Tag schließlich nichts anderes als zu kämpfen und zu saufen und zu schlafen und zu essen und zu reisen, und ihr versteht, worauf ich hinaus will. Sie sind ganz gut da drin. Das zweite, was hier geändert wurde,
ist die passive Fähigkeit Robustheit. Sie wurde nicht nur umbenannt in Standfest, sie erhöht jetzt vor allen Dingen die Lebensregeneration um etwas weniger, nämlich nur noch um 6% in der ersten Stufe, 13 und 20 in der nächsten, und auch die maximale Ausdauer wird hier erhöht um 2, 4 oder 6%. Die Frostresistenz ist gleich geblieben, sie erhöht weiterhin das maximale Leben und auch die Kälteresistenz, namensgetreu, und sie sind auch weiterhin sehr abgehärtet, was den Schaden verringert, den sie erleiden. Die Orks haben ebenfalls zwei Änderungen ihrer passiven Rassenboni erfahren und die erste beinhaltet, dass sie nicht mehr sonderlich geschickt sind mit schwerer Rüstung, stattdessen sind sie jetzt geschickt im Handwerk. Das spiegelt sich darin wider, dass die grundpassive Fähigkeit dieser Rasse umbenannt wurde in Handwerker und neben dem Erfahrungsgewinn mit schwerer Rüstung, der weiterhin bestehen bleibt, einen Inspirationsgewinn beim Handwerk von 10% gewährt. Sprich, sie sind jetzt besser im Handwerk als im Tragen von irgendwelchen Rüstungen. Die zweite Änderung betrifft die Fähigkeit Robustheit, genauso wie bei den Nord. Heißt sie jetzt hier ebenfalls anders, in dem Fall unverzagt, und hat ebenfalls eine geringere Lebensregeneration im Vergleich zu vorher, ebenfalls reduziert von 10 auf 6%, und die erhaltene Heilung wird hier ebenfalls weiterhin um ein 3 und 5% gesteigert. Die anderen beiden passiven Fähigkeiten, sowohl muskulös als auch rasanter Krieger, sind gleich geblieben. Muskulös erhöht weiterhin das maximale Leben und die maximale Ausdauer, und rasanter Krieger führt dazu, dass man mehr Schaden verursacht mit Nahkampfangriffen und verringerte Kosten beim Sprinten hat, und außerdem sprintet man auch noch schneller, denn Orks sind, wie wir alle wissen, ziemlich robuste Kämpfer. Bei den Rotwardonen hat sich dagegen lediglich eine Kleinigkeit verändert, und zwar wurde die grundpassive Fähigkeit umbenannt von Schildaffinität, was dazu geführt hat, dass man eben einen erhöhten Erfahrungsgewinn mit Einhandwaffe und Schild hatte, dahingehend, dass man jetzt ein Reisender ist und sich zusätzlich die Wirkdauer von gegessenen Speisen um 15% erhöht. Was das für einen loretechnischen Hintergrund hat, weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber es hat bestimmt irgendeinen und wahrscheinlich kann mir irgendwer von euch das in den Kommentaren auch erklären. Ansonsten ist die Rasse weiterhin für Ausdauer sehr gut geeignet, denn mit Rausch erhöht man weiterhin die Ausdauerregeneration, mit Abhärtung hat man ebenfalls mehr maximale Ausdauer und der Adrenalinschub ist auch nicht gerade schlecht, denn die Nahkampfangriffe haben eine Chance, Ausdauer wiederherzustellen. Ein Effekt, der alle 5 Sekunden einmal auftreten kann. Und last but not least haben die Waldelfen auch ein kleines Upgrade bekommen. Sie haben ihre Kunst des Bogenschießens nämlich verbessert und sind jetzt dahingehend auch noch sehr akrobatisch. Was das ganze spieltechnisch heißt, der Erfahrungsgewinn mit Bögen ist weiterhin um 15% erhöht, aber zusätzlich ist jeglicher Fallschaden um 10% verringert. Ihr könnt euch also nicht mehr so leicht in den Tod stürzen, wenn ihr einen Waldelfen gewählt habt. Pech gehabt. Ansonsten ist alles gleich geblieben, Ifris Beständigkeit erhöht weiterhin die Ausdauerregeneration zu einem sehr guten Teil, die angeborene Resistenz hat weiterhin den Vorteil, dass man mehr Ausdauer hat und ebenfalls resistenter ist gegen Gift und Seuchenschaden, und die Verschlagenheit führt weiterhin dazu, dass ihr beim Schleichen weniger leicht entdeckt werdet. Und das war's dann auch mit allen verschiedenen Rassenboni, die sich ändern und die es dann demnächst im Spiel geben wird. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.